Hi, ihr seid so nah. Das macht mir mehr. Soll ich noch näher kommen? Okay. Ihr studiert bestimmt alle. Fast. Geil, okay. Okay, gut. Dann studiere ich auch nicht. Ich mache einen Text über Sprache, fängt mit einem Zitat an. Viel Spaß. Ich höre es gern, wenn auch die Jugend plappert. Das Neue klingt, das Alte klappert. Und das hat Goethe mal gesagt. Aber ich glaube, dass Goethe das nie gesagt hätte, hätte er jemals ein Album von Haftbefehl gehört. Denn früher war das mal so. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Und heute ist es eher so. Wer rollt in Dunkel und in Kalt? Es ist eins Vater mit seinem Child. Busch, Fontane, Heine und Schiller haben geil gedichtet, so von Neißigkeit her. Aber wie heißt der andere Olle? Boah, ich weiß es nicht mehr. Goethe, so hieß er. Und 3 Meter tiefer, da dreht er sich langsam und öffnet die Augen und starrt eine Wand an. Eine Wand aus Holz und Erde liegt zwischen ihm und deiner Hut. Er gräbt sich nach oben, er meint es nicht gut. Du sprichst seine Sprache, die er hat geprägt, doch ohne Gefühl und ohne Respekt. Ahnungslos und unwissend, was dir heute noch blüht, laberst munter drauf los und schwafelst stets unbemüht. Du hasselst im Leib. Alter, was soll der Scheiß? Honey, Chica, die Ische ist heiß. Wack oder fail, du betonst deine Realness. Papa Morgana oder Körper Klaus, Stil echt. Ist so, ich schwöre, voll zum Abbreiern, du steppst durch die Straßen. Du gehst raven, nicht feiern. Und wie du so steppst, hast ein schlechtes Gefühl. Du drehst dich um. Warum auf einmal so still? Und da steht er vor dir, groß und kräftig. Die Haut etwas grünlich, doch ansonsten ganz fetzig. Er sagt, Junge, halt's Maul, gehorche und setz dich. Du kannst deinen Augen nicht glauben, es ist Goethe. Da steht er wahrhaftig. Du wirst blass, dir wird schlecht und du guckst ziemlich spastisch. Doch egal, wer es ist, du bist King hier im Block. Du versuchst ihn zu dissen und du hältst dich für Gott. Schmach dich Messer, du Hässlicher! Du machst immer weiter. Moderner Satzbau, Subjekt, Prädikat, Beleidigung, Alter. Die Wolken donnern, die Stadt erbebt, als Goethe endlich die Stimme hebt, er sagt, du bist ein Grammatikluder der feinsten Sorte. Du entstellst nicht nur Sätze, du verkrüppelst auch Worte. Bogiert und sagt, du Hundesohn, ey, komm mal klar, verpiss dich. Ihr merkt schon, seine literarischen Fähigkeiten sind eher begrenzt, denn nur das Einfache versteht er. Deshalb reimt sich sein Text nicht. Das macht die Sache voll Meta. Der Dichter legt an, er zielt und er feuert. Er denkt sich, ist dieser Bursche denn echt so bescheuert? Dann muss ich ihn lehren, was keiner geschafft. Dann muss er jetzt aufholen, was er hat verpasst. Er gibt sich Mühe und er tastet sich ran. Denkt sich, fange ich doch mal mit starken Verbflexionen an. Das ist, wenn der Stamm beim Konjugieren nicht gleich bleibt. Wenn man im Präteritum statt A dann ein I schreibt. Ich fange, ich fing, um mal eins zu nennen. Der ein oder andere, der sollte es doch kennen. Doch mit der Zeit wurde die Regel gebrochen. Aus Bug wurde backte, aus Molk wurde melkte, aus Hieb wurde Haut und aus Pflug wurde pflegte. Heute erschreckte und früher erschrak, heute schon steckte und früher noch stark. Die starken Flexionen, sie mussten sich beugen, den taiten Zungen der Jugend von heute. Ein Ohr rein, ein Ohr raus. Du hörst Goethes Worte nicht, schaust einfach geradeaus, geradeaus ins Leere, mit größtem Desinteresse und denkst dir, boah, wenn der nicht klar steht, das gibt's paar auf die Fresse. Aber hör mir kurz zu, begeht keinen Mord zwischen gibt's und paar, da fehlt doch ein Wort. Und wär ich du, mal so ganz nebenbei, wär ich einsichtiger. Das war Konjunktiv 2. Und Goethe unternimmt noch einen Versuch. Er lässt sich nicht abbringen, zu enden den Fluch deiner Artikulation. Er gibt noch nicht auf, startet die nächste Aktion. Dieses Mal Satzbau, simpel, aber doch so wichtig. Er lehrt es dich eifrig, so machst du es richtig. Und das musst du wissen, bist du auch nicht ganz helle. Das finite Verb steht stets an zweiter Stelle. Und das Infinite steht immer ganz hinten. Und vorne lässt sich das Objekt meistens finden.
Und so ganz kleine Wörter, die fehlen zumeist. Und viele wissen noch nicht mal, wie es heißt, aber füg dich dem Satzbau. Er wird bestimmt von ganz oben. Es kümmert dich nicht. Was zur Hölle sind Präpositionen? Ich schau dich, KH! Was? Wie bitte? Wohin? KH ist Krankenhaus zum Mongo! Du schubst ihn, er fällt hin. Er steht auf, er ist wütend, es bebt und es schallt. Er ruft, und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Er macht einen Schritt auf dich zu und holt Schwung und holt aus. Ein Schlag ins Gesicht, es ist Goethes Faust. Du taumelst zurück. Du hebst langsam den Blick, du bist fasziniert von Goethes Geschick. Aber ein paar neue Wörter, die kennt Goethe auch. Er lacht ganz verzerrt und ruft, was für ein Lauch. Und jetzt willst du dich prügeln und ihm voll eine ballern. Du holst aus, schlägst zurück, immer willst meilenweit schallern. Schmach dich Kickbox, du Lappen, fall weg, leg dich nicht mit mir an. Der Ego-Boost wirkt, du zeigst es dem Schabo, denn er weiß, wer du bist. Denn du bist der Babbo. Und du bist unbesiegbar und du fühlst dich geil, doch du schaust kurz nicht hin. Goethes Linke, der Tragödie zweiter Teil. Und das meinte ich mit Grammatik, die einem den Kiefer bricht. Zu deinen Liedern sage ich jetzt lieber nichts. Und jetzt schiebst du Paras und du kannst kaum noch atmen. Tja, nur die Harten kommen auch in den Garten. Und das Ende von dieser Geschichte, Goethe schaufelt Schicht um Schicht mit mir zusammen dein Grab. Hier ruht ein junger Hassler, seinen schweren Verletzungen. Letztendlich erlag. Vielen Dank.